Shit. Lass mal auch zurückgehen, mein Gott. Oh mein Gott, das ist Leon! Leute, heute bist du mal wieder sehr, sehr wild. Wir werden nämlich heute 24 Stunden in einer Schule verbringen. Yeah. Leute, ich habe ein paar Sachen mitgenommen, damit wir ein bisschen vorbereitet sind. Einmal Chips. Und ganz viele Schlafsäcke, weil wir müssen halt ordentlich irgendwo einen Schlafplatz finden. Also, jeder hat einen. Du hattest sowas natürlich auch mit, ne? Ist ja klar. Ja, also für dich ist leider kein Schlafplatz mehr. Wie? Was? Hier. Okay, Leute, wir haben jetzt eine Sitzsäcke und wir würden... Sitzsäcke, Digga. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und dann schauen wir mal, ob wir schon einen Platz finden, wo wir heute Nacht bleiben können. Aber erstmal erkunden wir ein bisschen, oder? Leute, kommt rein. Oh, hier riecht es richtig nach Schule, Digga. Oh. Okay, ich würde sagen, wir suchen jetzt einen Platz. Okay, Freunde, wir suchen jetzt erstmal einen Platz, damit wir irgendwo chillen können. Oh, was ist das denn? Ein Schlüssel, der hier schon drin hängt. Was ein Zufall. Wir haben gehört, dass das hier das Lehrerzimmer sein soll, deswegen würde ich sagen. Oh mein Gott. Ja, ich war noch nie in einem Lehrerzimmer. Ach, Lehrer. Boah, hier riecht es richtig nach einem Mathe-Lehrer, der so gerade so richtig viele Aufgaben gestellt hat. Aber ich bin ehrlich, Leute, ich finde das hier zu riskant und das stinkt nach Lehrer. Also ich würde sagen, wir gehen lieber woanders hin. Hier ist eine Bibliothek, Leute. Ja, Mann, hier geht's nicht. Und dann haben wir den perfekten Schlafplatz für Isabel gefunden. Ich hab fast noch mal da. So, das passt perfekt. Klappt das? Klappt das? Leute, Isabel, klappt das? Doch. Oh, das ist ja noch ein viel größerer Schlag. Hey! Isabel, du hast deinen Schlafplatz gefunden. Wie findest du es? Schick. Kurze Info, Leute. Wir sind auf der Zielgeraden, meine Freunde. Mein Zweikanal hat fast die 100.000 Abonnenten erreicht. Also, Leute, ich würde sagen, machen wir doch mal alle unsere Kraft zusammen und machen das Ding endlich voll. Lasst doch gerne ein Abo auf diesem wunderschönen Kanal da. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Spaß beiseite, wir nehmen diesen Raum hier, glaube ich. Also, ich habe gehört, es gibt einen Trick, wie ihr jeden Klassenraum öffnen könnt. Ihr müsst nur viermal dagegen klopfen. Stark, da ist das Ding auch. Alter, okay, das sieht schon sehr gut aus. Leute, ich würde sagen, hier stellen wir unser Lager auf. Oh, Alter, ich will einmal mich fühlen wie in der Klasse, Alter. Leute, setzt euch einfach mal alle hin. Wir müssen alle hinsetzen. Ah, das ist geil, toll. Scheiße, so sah es wahrscheinlich auch nicht. So war ich im Unterricht. Ich fühle mich wieder in der Schule. Komm, Isabel, unterrichte was, los. Was? Guten Morgen, Frau Hartmann. Ja, das wollte ich von euch hören. Nein, ich will doch nicht im Moritz sitzen. Nein, los! Verpissen Sie sich, Frau Hartmann! Los, Frau Hartmann! Ich glaube, so haben Sie sich Ihre Rolle nicht vorgestellt. Ich gehe raus aus dieser Klasse. Okay, Spaß beiseite, Leute. Wir brauchen Isabel. Wurde in diesem Video jetzt schon so viele Dinge gesteckt. Naja, okay, ich würde sagen, jetzt machen wir mal wirklich ernst. Jeder braucht jetzt einen Schlafplatz. Ich nehme die Ecke hier. Leute, ey, wenn das nicht mal mega bequem ist. La, 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 la. Schön, schön. Ich sah wie so eine Raupe im Kokon. Ich werde eine Raupe im Kokon. Das wird unser Schlafplatz. Leute, habt ihr Bock? Ja! Ja. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen erkunden, aber jetzt gucken wir erstmal auf ganz entspannt ein paar Videos. Beste YouTuber, den ich jemals gesehen habe. Liebe Kinder, heute ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Stunde in meinem Unterricht. Seid ihr aufgeregt? Ja. Wir werden heute den wichtigsten Satz in eurem ganzen Leben lernen, okay? Was da steht, werdet ihr für immer behalten müssen. Das ist die Lehre eures Lebens. Dieser Satz, der muss in euren Köpfen eingebrannt sein, okay? Und keine Ahnung warum, aber dann ist irgendwie der Unterricht ein bisschen eskaliert. Wann werden Sie handgreiflich in diesem Unterricht? Wann werden Sie Ich bin ein sehr guter Lehrer, glaube ich. Ah! Und lass uns mal ein bisschen umgucken hier in diesem wunderschönen Klassenraum. Dieser Hightech-Computer ist auf jeden Fall am Start. Junge, von 1901 oder was? Oh, oh, Leute, die Klassenregeln. Bäume. Bäume sind die größten Lebewesen der Erde. Sie können sehr alt werden. Wir nutzen das Holz für Möbel, zum Bauen und zum Heizen. Das ist mega interessant, ich fand das mega interessant. So, damit wir auch hier gut versorgt sind, haben wir natürlich einiges an Fressen mitgenommen. Wir haben sogar eine Pfanne, dass wir gleich ein bisschen was kochen können. Ja, ich glaube, wir haben es schon richtig gemütlich gemacht. Ich glaube, es ist eine gute Basis. So, Freunde, wir werden jetzt einfach unsere Zeit hier ein bisschen vertreiben, zocken ein bisschen Mario Kart. Ich glaube, es wird richtig gruselig, wenn es dunkel wird, Alter. Holy shit. Aber eigentlich müssen wir jetzt erstmal herausfinden, wie die Schule aussieht. Lass uns lieber die Schule ein bisschen erkunden, bevor wir gleich hier im Dunkeln sind und nicht wissen, was hier ist, oder? Ja. Und ich habe auch schon eine sehr gute Idee, wie wir diese Schule sehr schnell und einfach erkunden können. Okay, meine Freunde, kommt rein in den Hammerbot Express. Johannes, komm, wir kommen in die Schule, let's go! Das ist irgendwie ein bisschen die langsame Variante. Okay, egal, wir machen jetzt eine große Schlange. Schlange funktioniert nicht, wir brauchen einen normalen Weg hier rumzulaufen. Was sagst du da, Isabel? Bruder, was los? Bruder, was los? Komplett los. Bruder, wir erkunden die Schule, damit wir uns hier auskennen. Los, Leute, let's go! Leute!
Zone. Diese Träume, wo du so in der Schule aufwachst und nackt bist, Digga? Ja! Digga, die ist creepy, das sieht sehr gut creepy aus. Das ist der Schlachtraum. Der Schlachtraum? Was soll man denn hier schlachten, Digga? Hä? Für das? Oh mein Gott! Digga, was ist das hier? Ah! Ah! Wer ist das? Oh mein Gott, Digga! Scheißen. Okay, war das schlecht? Wee! Okay, das war richtig scheiße. Der Slide. Nee. Wuhu! Warte, guck dir's an. Johannes. Oh. Warum ist das Lehrerzimmer? Die Lehrerzimmertür ist offen. Hallo? Hallo? Ist jemand da? Nein, natürlich. Aber da ist ein Fenster. Warum ist das Fenster offen? Oh mein Gott. Ah! Mein Gott. Was ist hier los, Alter? Aber ich finde das so angebrochene Flaschen oder so. Also hier war auf jeden Fall. War hier irgendjemand? Hä? Heute ist Sonntag, hier ist eigentlich niemand in der Schule. Hä? Lass mal gucken, ob wir noch irgendwie was Nice zu trinken. Oh, wir haben gar kein Wasser mitgenommen. Ja. Richtig gut, Idee. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, die ist gar. Leute. Warte, ich. Nein, obwohl ich dazugeben muss, dass es schon etwas sehr, sehr weird ist. Okay, was machen wir jetzt? Lass uns einfach wieder zu unserem Raum zurückgehen, oder? Die Frage ist jetzt wirklich, wo Johannes ist. Aber der ist bestimmt zu seinem Raum zurück, wenn man so steht. Lass mal auch zurückgehen, mein Gott. Leute. Da ist jemand. Oh mein Gott, da ist Leon! Okay, jetzt will ich weg. Der Hausmeister, das ist der Hausmeister. Das ist der Hausmeister. Warte, 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 Johannes gerade. Das war nicht Johannes. Ich will mich in Luft haben. Ich bin nicht in der Raum, Digga. Los, 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 Johannes, du kannst rauskommen. Johannes, du kannst rauskommen. Es ist alles gut. Beziehungsweise, wir haben gerade so einen komischen Mann gesehen, also so gut ist es nicht, aber... Okay, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Ja, ich wette, Johannes ist hier. Ja. Leute, Leute. Was ist da? Was ist da? Was? Der Mann. Oh mein Gott. Hier, hallo, hallo, wer sind Sie? Sind Sie der Hausmeister? Wir dürfen hier sein, hallo? Junge! Nein! Ist egal. Digga, wie hast du das Licht ausgemacht und wie hast du... Ich kann alles. Digga! Okay, Leute, ich glaube, wir müssen alle schlafen gehen, das würde ich sagen. Gute Nacht, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier unser Lager, weil hier ist eine Heizung, das ist schön warm. Okay, Leute, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Kinder. Leute, es ist morgen. Oh, Leon. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Naja, so ganz morgen ist es noch nicht. Die Sonne geht gerade auf. Naja, okay, dann... Zeit, in die Schule zu gehen. Oh, wir sind ja schon in der Schule. Würde ich sagen, wir haben es, ne? Schüler, die hier auf diese Schule gehen. Wer geht auf diese Schule? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Gesamtschule Hohlweide. Wie weird ist das denn, dass wir gerade hier sind? Immer mal in der Schule scheißen. Nee, Digga, wer kackt in der Schule, Leute? Schreibt niemand, Digga. Deswegen wollte ich schon immer mal machen.